Und dann kam es eine Zeit in meinem Leben, ich bekam Krebs und ich dürfte nur 6 Monate lang laut meinen Ärzten leben. Die Freunde sind einer nach dem anderen verschwunden. Wer von Ihnen ist in einer glücklichen Partnerschaft? Bitte mal den Hand hochheben. Sehr super. Und wer von Ihnen möchte in einer Partnerschaft glücklich sein? Bitte mal den Hand hochheben. Dankeschön. Wie die liebe Marina gesagt hat, mein Name ist Palwascha Niazi Hoffmann. Ich bin die Palo. Für die Neugierigen hier, ich komme aus Afghanistan. Wenn ich die, das, der durcheinander bringe, verzeiht mir bitte. Ich habe mir spontan vorgenommen, frei vorzutragen, weil die liebe Isabel und Katharina Pummer schon einiges gesagt haben und ich kann es nur bestätigen. Heute geht es um Thema Einsamkeit. Wie schaffe ich, von der Einsamkeit in die Zweisamkeit zu kommen? Und ich werde sehr oft gefragt, du warst nie einsam. Wie kannst du darüber reden? Doch ich war 25 Jahre meines Lebens sehr einsam. Und ich weiß, was das heißt, in Partnerschaft zu leben, aber trotzdem einsam zu sein. Geld verdienen war für mich nie das Problem gewesen. Unternehmen war ich glücklich. Freunde hatte ich genug, mehr als genug. Nur dann, wenn ich für sie was bezahlt habe. Und dann kam es eine Zeit in meinem Leben, ich bekam Krebs und ich dürfte nur 6 Monate lang laut meinen Ärzten leben. Die Freunde sind einer nach dem anderen verschwunden. Niemand war mehr bei mir. Und da habe ich einen Mann an der Seite gehabt. Ich wollte mich von ihm trennen. Das hat für mich keinen Sinn mehr gemacht. Aber dieser Mann hat mir gezeigt, was das heißt, an sich selbst zu glauben. Und ich möchte dir heute zeigen, wie einfach das ist, eine glückliche Beziehung zu führen. Eine Beziehung zu führen fängt erst bei dir selbst an. Bist du zu dir gut? Wirst du gut behandelt? Respektierst du dich selbst? Wirst du respektiert? Ich kenne selten Menschen, die sagen zu sich selbst, ich liebe mich. Kennt ihr? Ich stehe jeden Morgen vom Spiegel. Also bei uns ist unser Fernseher der Spiegel. Weil keiner mehr das braucht. Ich stehe jeden Morgen im Schlafzimmer vor diesem Spiegel und ich sage, ich liebe mich. Am Anfang habe ich meinen Mann erschreckt. Mittlerweile, der schreit noch lauter als ich. Ja, ich dich auch. Dankeschön. Wie habe ich das geschafft, von einer Desasterbeziehung, der mich wirklich schikaniert hat, zu einer Beziehung kommen? Tut mir leid, wenn ich dich zitiere, ist es nicht persönlich gemeint, aber diesen Satz höre ich sehr oft. Du hast so Glück gehabt, so einen reichen Mann zu heiraten. Ich hatte kein Glück. Ich habe mein Leben selbst aufgebaut. Ich habe meinen Mann kennengelernt, als ich 17 Jahre alt war und er 18. Der war in Abiturstress. Wir hatten gar nichts. Und das, was wir heute haben, das ist unsere gemeinsame Arbeit. Das heißt, ich habe genauso viel wie ihm gearbeitet. Dass ich heute glücklich bin und er mich wertschätzt,
Das hat mit meiner Einstellung, mit mir selbst zu tun. Ich habe damit Krebs besiegt. Und als die Ärzte mir gesagt haben, nachdem ich gesund war, die Befunde waren falsch. Und ich habe von zwei verschiedenen Krankenhäusern die Befunde heute noch, es ist jetzt 14 Jahre her, und zwei Krankenhäuser, zwei unterschiedliche Krankenhäuser können nicht lügen. Also was hat sich geändert? Mein Gedanken. Und meine Einsamkeit hat es dazu geführt, dass ich überhaupt kein Interesse mehr an Leben hatte. Und wenn du kein Interesse mehr am Leben hast, du bist alleine, du hast Freunde nur, wenn du was bezahlst. Du bist gut, wenn du was für die machst. Aber wenn es dir schlecht geht, du, ich habe mal heute keine Zeit. Keiner ist bei dir. Und das musste ich ändern. Und ich habe es geschafft, innerhalb von einem Jahr meine Leukämie zu beseitigen. Ich habe 3,5 Monate versucht, Chemotherapie, alles habe ich hinter mir, weil ich habe nicht an mentale Training geglaubt. Das war für mich alles Hokuspokus. Ich bin ein Zahlen-, Daten-, Faktenmensch. Es musste für mich alles etwas sein, wo die Menschen das geforscht haben. Ja, dann haben sie mir gesagt, wir können ihnen nicht mehr helfen. Wir können nur Lebenszeit verlängern und sie werden das mit Schmerzen, die Zeit verbringen. Ich habe meinen Säugling, das Baby war gerade mal 3 Monate alt, habe den gepackt. Und wir sind nach Indien. Und stellt euch mal vor, in Deutschland bin ich mit einem Mundschutz gelaufen, weil ich könnte, jede Kleine könnte mich, für mich tödlich sein. Ich war dahin, am ersten Tag stand ich so da. Es war alles dreckig. Ich stand wirklich so mit den Fußspitzen und ich wollte nicht mal richtig die Schuhe ausziehen. Das war ein Ashram. Keine Matratze, kein Bett, nichts. Ich sollte auf dem Boden schlafen. Ich wog aber 44 Kilo, das heißt, ich hatte nur Knochen. Es hat alles wehgetan und ich habe nur noch gedacht, verdammte Scheiße. Jetzt hast du schon wieder auf ihn gehört, wo hat er dich gebracht? Der will dich doch bloß schnell loswerden. Am nächsten Tag kam der damalige Trainer. Ich wusste nicht, dass er Trainer ist, der sah wie ein Bettler aus. Ja? Der saß die ganze Zeit so krumm und hat nur mich beobachtet. Und irgendwann hat er gesagt, wenn deine Vorurteile fertig ist, wir können starten. Und ich war, oh. Und dann habe ich gedacht, wie hat er meinen Gedanken gelesen? Er konnte meine Gedanken nicht lesen. Meine Körpersprache hat ihm alles verraten. Dann habe ich angefangen, ihm zu glauben. Wenn du keinen Weg hast zu leben, ich wollte leben, denn ich hatte eine kleine Tochter. Und ich wollte alles in Bewegung setzen, dass ich für mein Kind da bin. Erstens. Zweitens, ich wollte alles, was ich gearbeitet hatte, das hört sich jetzt krank an, nicht meinen Mann erben lassen. Alle haben gesagt, du musst spenden, ein Unternehmen. Ich habe 3 Unternehmen in der Zeit gehabt. Das verkaufen und das. Bevor ich nach Indien geflogen bin, ich habe alles auf meinen Vater geschrieben. Weil ich wusste, das kriegt mein Kind definitiv. Heute schäme ich mich für mein Verhalten. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren, aber mach nichts. Genau, und dort habe ich mit dem Trainer 7 Stunden am Stück verbracht. Er hat ein dreckiger Spiegel einfach vor mir gebracht und hat er gesagt, sieh dich bitte an, wen du siehst. Und ich hatte Glück, ich konnte die Sprache beherrschen, also ich habe die Sprache beherrscht und ich konnte auf die Sprache sprechen.
Ich habe angefangen zu schreiben. Verstehen konnte ich, aber Englisch konnte ich nicht schreiben. Nun musste ich ihm alles nochmal erzählen, was ich von mir denke. Ich habe mich nicht geliebt. Ich habe mich nicht wertgeschätzt. Ich war in meinem Auge die Sündenbock für alles. Für alles, was im Leben von meinen Eltern passiert ist, Krieg in Afghanistan passiert ist. Weil an dem Tag, an dem ich geboren bin, hat in Afghanistan der Bürgerkrieg begonnen. Und ich habe immer als Kind gehört, ach du Pechvogel, bist du echt am 21. März geboren? Oh Gott, das darfst du niemandem sagen. Ich habe nie meine Geburtstage gefeiert, weil ich wurde immer mit Krieg verbunden. Und so war ich immer einsam. Ich habe mich niemandem gegenüber geöffnet, selbst mein Mann nicht. Weil ich habe immer noch diese Außenstimmen, der will nur dein Geld. Der ist ein armer Student. Und ich war stark davon beeinflusst und ich konnte mich ihm gegenüber nie öffnen. Und ich habe in Indien gelernt, was heißt, sich zu lieben. Was heißt, vor sich Respekt zu haben. Was heißt, in einer Partnerschaft zu geben, ohne zu erwarten. Warum entstehen Einsamkeiten? Einsamkeit entsteht, wenn wir die Nähe ablehnen. Doch warum lehnen wir die Nähe ab? Ist doch was Schönes. Weil wir mit Nähe einfach Schmerz verbinden. Es hängt davon ab, wie deine Kindheit geprägt war. Wie war deine Kindheit? Meine Kindheit war schrecklich. Es war schrecklich. Ich bin in der Militärakademie aufgewachsen. Mein Vater war General, also ich musste mich beschützen können, ich musste alles mit Soldaten. Es war schrecklich. Und dann kamen die Zeiten, da mussten wir raus. Und ich habe Verbindung, Liebe immer damit verbunden. Und Respekt hatte ich schon gar nicht vor mir selbst. Ich hatte nur Respekt gehabt vor meiner Arbeit. Was ich geleistet habe, mehr hatte ich gar nichts. Das gute Beispiel ist, wir sind einkaufen gegangen, unser Hochzeitskleid. Ich habe mir ein Kleid ausgesucht für 79 Euro. Mein Mann hat sich einen Anzug ausgewählt für 800 Euro. Und wir kamen beide an der Kasse und er guckt so mein Kleid an, meinte, es ist doch nicht dein Ernst. Ich so, doch. Ich habe das Kleid gekauft, ich kam nach Hause, meine Mutter hat mich fertig gemacht. Ja. Und dann hat meine Mutter mir ein Kleid bestellt. Und an Hochzeitstag sollte ich diesen Kleid anziehen, was ich gar nicht wollte, weil der 3000 Euro gekostet hat. Wertschätzen gegenüber sich selbst. Das prägt Einsamkeit. Deine negative Erfahrung führt dich zu Einsamkeit. Es gibt viele Frauen, ich trainiere Frauen. Und es ist so wunderbar, mich wieder zu sehen, wie ich vor ein paar Jahren war. Der Mann hat mich betrogen. Jeder Mann betrügt mich. Es gibt keinen treuen Mann. Ich höre von so vielen Frauen, es gibt keinen treuen Mann. Und ich möchte euch in dieser Stelle eine Sache sagen. Wir Frauen betrügen mehr die Männer als Männer uns selbst. Und wenn du einmal eine Schmerz erfahren hast, das heißt nicht, dass jeder Mann genauso tickt. Ich habe eine Frau bei mir gerade, in ich trainiere. Sie hat 4-mal geheiratet und alle 4 Männer sind ihr fremdgegangen. Warum? Sie führt unbewusst diesen Mann dahin, dass der fremdgeht.
aber unbewusst. Alles ist in dir selbst. In deinem Leben kontrollierst du alles. Es gibt Schicksalsschläge, wir können nicht über Tod von uns selbst und anderen entscheiden. Aber wie ich mein Leben gestalte, das ist abhängig nur von mir selbst. Ich bin verantwortlich dafür, dass ich so lebe, wie ich heute lebe. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum scheitern so viele Beziehungen? Ganz einfach. Weil es gibt zwei Sorten von Menschen. Es gibt beziehungsfähige Menschen und es gibt autonome Menschen. Die beziehungsfähigen Menschen wollen ständig in der Beziehung sein. Die lassen sich alles von der Partner gefallen. Die klemmen an Partner. Die passen sich so an, dass es für die diese Beziehung unerträglich wird. Und es gibt einen Gegenpol, das sind die Autonomen. Das sind Menschen, die total selbstständig sind, aber in Distanz leben. Sie wollen keine Partnerschaft, weil damit fühlen sie sich verpflichtet. Und jetzt die beiden Polen ziehen sich natürlich an. Der Autonom will einen Mann, Menschen an der Seite haben, ganz Liebes, Umarmungen, und es ist schön. Der hat das nicht erlebt. Und sie versucht, ihm zu gefallen, immer weiter anpassen, immer weiter anpassen, immer weiter anpassen. Was passiert hier? Der Mann nimmt noch mehr Abstand und denkt, was ist denn hier los? Das will ich doch gar nicht. Ich brauche meinen Freiraum. Deswegen gehen meistens die Beziehungen in die Brüche. Wenn man eine Balance findet zwischen Autonomie, Selbstständigkeit und bindungsfähig zu sein, dann kann man auch eine sehr glückliche Beziehung führen. Du kannst beides haben. Die beiden sind unsere Grundbedürfnisse. Nur eins zu haben, führt dazu, entweder vereinsamst du oder du bist in einer Beziehung, in der du dich gar nicht wohlfühlst. Und jetzt einfach ein paar Tipps. Wenn du ein Date hast, für die Singles, du merkst, dass der Mann, es passt alles, aber der lässt dich nicht fallen. Der ruft dich nie wieder zurück, er meldet sich einfach nicht. Das liegt nicht an dir. Das liegt an seine Programme. Er findet dich toll und er hat Angst, sich zu verbinden, weil er mit Verbindung wieder Schmerz verbindet. Das ist dieser Teufelskreis. Wenn du einen Mann kennenlernen möchtest oder in Partnerschaft glücklich sein möchtest, zeig da mal eine kalte Schulter. Tut mir leid. Auch heute, ich zeige meinem Mann manchmal einfach kalte Schulter. Dann merke ich auf einmal, Schatzi, ist was? Und ich denke mir, das funktioniert nach 17 Jahren immer noch. Einfach Distanz nehmen. Männer mögen nicht, dass man direkt klammert. Du bist liebenswert, auch wenn du ein paar Meter weiter stehst. Er liebt dich. Zu dir selbst stehen, das ist wichtig. Dich vor deinem Auge zu bewahren, das ist wichtig. Du hast es verdient, glücklich zu sein. Und das liegt nur in deinen Händen. Sonst in niemanden. Habe ich noch eine Minute? Ich will eine Übung machen. Eine Minute, das geht. Darf ich bitten, einmal alle aufstehen? Ich zeige euch, wozu ihr und eure Gedanken in der Lage seid. Ja? Die beiden Hände nebeneinander, Linie an Linie,
zusammenklappen, dass die beiden Hände gleich sind. Und jetzt beobachte deine Hand. Der Mittelfinger von einem Hand ist größer als der andere. Leicht, eine Tick größer. Also bei mir ist meine linke Hand etwas größer als meine rechte. Ja? Gut. Dann bitte hinsetzen. In meinem Fall ist meine rechte Hand, der jetzt kleiner ist, nimmt diesen Hand auf den Oberschenkel. Den kleineren, ja. Genau. Und beobachte nur den Mittelfinger von der kleinen, also von dem Hand, der kleiner ist, und du sagst, ich gebe dir den Befehl, jetzt zu wachsen. Und du beobachtest nur deinen Finger. Nicht mich anschauen, nicht die anderen anschauen, einfach dein Hand anschauen. Und gib mal deine Hand den Befehl, bitte wachse jetzt. Und das 15 Sekunden. In diesen 15 Sekunden, du spürst, dass denn dein Körper sich was tut. Und du bist voll dabei, deinem Körper den Befehl zu geben. Jetzt wieder die beiden Hände nebeneinander, Linie an Linie, und zusammenklappen. Und jetzt komischerweise sind die beiden Finger gleich. Ist das so? Wollt ihr wissen, woran das liegt? Dankeschön. Deine Knochen können nicht wachsen. Das sind einfach die Muskeln, die verschrumpft sind. Und in dem Moment, wo du den Befehl gibst, dann wächst er in diesen paar Sekunden, aber der schrumpft wieder. Und wenn du in der Lage bist, in 30 Sekunden einen Finger wachsen zu lassen, was glaubst du, wozu du in der Lage bist, wenn du 5 Minuten am Tag den da machst? Wirklich, mein Mund geht bis hier auf. Ich habe mir das dran gewöhnt, mein Mund ist immer auf. Am Anfang hatte ich Muskelschmerzen, ja. Ich hatte Muskeln gehabt, es hat wehgetan. Einfach 5 Minuten, das verlängert dein Leben. Und wenn du noch mehr Übungen für Alltag möchtest, ich habe was für euch vorbereitet. Ihr könnt das gerne bei mir im Stand abholen. Das sind Übungen, die man im Alltag braucht. Vom Stress runterzukommen, sich kennenzulernen, mal wirklich, während du arbeitest, gestresst bist von deinem Kollegen, einfach entspannen. 1 Minute hat jeder. Das sind 5 Übungen, jede dauert nur 1 Minute. Vielen Dank.